So, hier habe ich eine der interessantesten Zubehörteile für das neue Pixel 3, das neue Google-Telefon. Ja, wenn ich das da reinstelle, das ist eine drahtlose Ladestation, wie wir sie auch von anderen Herstellern kennen. Die ist so mit so Gummi überzogen, damit das gut hält. Und damit wird eben das Gerät geladen, und zwar schnell mit bis zu 10 Watt. Und ja, das ist ja schon mal ganz nett, wenn das so da steht und geladen wird. Aber das Ding kann noch mehr, denn es ist NFC eingebaut. Hier auf der Rückseite im Gehäuse ist NFC und auch hier in dem Stand selber ist NFC. Das heißt, wenn ich es draufstelle, erkennt das Pixel, dass eben hier ein Pixel-Stand eingerichtet würde. Und jetzt kann man das so einrichten, dass man zum Beispiel bestimmte Aktionen, wenn das jetzt im Wohnzimmer oder im Flur steht, kann ich das als digitalen Bilderrahmen einstellen. Das heißt, dann werden nach einer bestimmten Zeit wird einfach eine Diashow von einem Google-Fotoalbum, was ich mir jetzt ausgewählt habe, dargestellt. Und alternativ kann ich aber auch, wenn es jetzt zum Beispiel mein Nachttischstand ist, einfach sagen, sobald ich das Pixel 3 da reinstelle oder das Pixel 3 XL, dann wird einfach dieser Nicht-Stören-Modus aktiviert. Das heißt, es klingelt nichts, es blinkt nichts. Und morgens, das ist auch noch ganz nett, dann kann ich, möchte das jetzt nicht aktivieren, morgens kann ich auch noch einen Sonnenaufgangswecker aktivieren, der mich dann kurz vor der eingestellten Weckzeit langsam durch so allmählich heller werdendes Display von rot zu gelb weckt. Das finde ich auch ganz nett. Aber jetzt kann ich einfach durch OK Google, kann ich sagen, OK Google, stell den Wecker auf 7 Uhr. Ist jetzt aber zum Glück hier nicht aktiviert ist. Okay, Google. So, und wenn das jetzt ein bisschen länger hier steht, müsste eigentlich die Dia-Show losgehen. Das Ding kostet 79 Euro, ist ab 2. November verfügbar. Und diese NFC-Kopplung, ja, das kommt jetzt erstmal nur für Pixel 3, aber ich könnte mir denken, dass das dann irgendwann auch standardmäßig ist. Und es wäre natürlich nett, wenn das auch andere Hersteller in ihre QI-Ladegeräte einbauen, sodass man wirklich da viele Funktionen hat und eben auch diese NFC-Auslösung von bestimmten Funktionen dann aktiviert ist. So, jetzt sieht man, jetzt kommt hier die Gruppen-Selfies, die ich in dem Fotoalbum geschossen habe, die werden jetzt dargestellt. Und ja, jetzt stelle ich das einfach ins Wohnzimmer und zeige das Album von meinen letzten Sommerferien und freue mich den ganzen Winter dran. Ist eine nette Geschichte und ja, rundet das ganze Paket vom Pixel Stand ab. Ein sehr nettes Zubehör.